Gell? Ja. Was ist das? Erbrochenes oder Pfirsich? Ey, yo, Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Und heute habe ich wieder drei Gäste dabei. Woo. Wieder Jules, Alina und Miri. Gut, dass ich mit Jules in einem Team bin. Wir machen nämlich heute die Bean Puzzle Challenge. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Auf jeden Fall machen wir es einfach ganz random. Wir nehmen diese Drehscheibe, die hier ist. Ja, das gegnerische Team dreht für das andere Team und dann muss man die jeweilige Bohne, die man gedreht hat, essen. Wer von euch müsste mir mal vorlesen, was es so gibt? Ich kann das machen. So, es gibt immer zwei Bohnen, die gleich aussehen, mit zwei verschiedenen Geschmäckern. Wir haben einmal Pärchen Nummer 1, haben wir stinkende Socken und Tutti Frutti. Schon mal geil. Geil. Dann haben wir hier gemähtes Gras. Jeder kennt sich, liebe den Geruch von gemähter Gras. Das könnte sogar schmecken. Und Limone. Da spricht die Vegetarierin. Dann haben wir das nächste Pärchen, das sind Paula Eier, gleichgestellt mit Butterpopcorn. Finde ich beides eklig. Ich kann nie wieder ins Kino gehen und Popcorn essen. Popcorn mag ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Also ist beides scheiße. Okay. Dann haben wir das nächste Pärchen mit Zahnpasta. Das könnte sogar noch gehen. Ich glaube, das geht echt. Und Beeren. Das also ist drei das, Beeren das angenehmste Pärchen. Dann haben wir das nächste mit erbrochenem. Boah. Erstmal übergeben. Und Pfirsich. Boah, ist ja wie nach dem Saufen, ey. Ja. Achtung, das nächste Pärchen. Hundefutter mit Schokoladenpudding. Wobei Hundefutter nach dem Erbrochenen schon wieder harmlos klingt. Ist noch wieder harmlos, das ist richtig. Dann haben wir als nächstes Popel und eine saftige Birne. Einen saftigen Popel und eine trockene Birne. Und das letzte Pärchen, was wir haben, sind die Babywindeln. Sind die jetzt voll oder frisch? Ich weiß nicht. Frisch. Und wenn voll mit was? Und der Gegensatz dazu ist die Kokosnuss. Ich mag auch keine Kokosnuss. Ja, doch, ich schon. Oh, Janis hat seinen Spaß diesmal. Ich bin exakt Lady. Egal, Lady ja. Gut, ich halte fest, du bist. Weiß. Ganz weiß. Baby will eine Kokosnuss. Oh. Oh, riecht ja vorher nichts. Boah, ihr hört auch nicht dran riechen. Riecht schon ekelhaft. Eins, zwei, Janis, drei. Auf uns? Auf uns. Niemand hat beide Kokosnuss. Nein. Bei ihm ist es schwer, weil er beides nicht mag. Ja, das stimmt. Es war bei Babywindeln. Aber ich glaube. Nach was hat das geschmeckt so vom. Also das hier nach riecht Kacke wie. Nach Kacke oder nach Pipi? Nee, es ist die Küche. Ich glaube, ich habe das auch. Das hat natürlich süß geschmeckt auch so ein bisschen. Mhm. Ne? Ja, also Kokosnuss? Mhm. Also gebe ich dir das nächste Mal die Windeln von meinem Kind. Sag mal, bist du verblödet oder bist du blöd? Wenn die süß schmecken? Das, nein, das ist so ein. So diese frische Windeln, dieses chemische... Ja. Also frische Windeln? Ja, aber ja, trotzdem ekelhaft. So, ja. So ein ekelhafter, süßer, chemischer... Ja. Blau! Ja, die Beste haben die eigentlich. Wir haben jetzt Zahnpasta und Beeren. Allgemeingeruch einfach. Boah. Die ja, die riechen alle scheiße, aber... Viel Spaß. Guckt uns bitte an. Nein. Also mein Zahnpasta. Ich hab auch Zahnpasta. Guck mal, weißt du, Miri so, und Lina so, ja, Zähne geputzt. Er schmeckt nach diesem Kinderkaugummi. Ja, das ist keine scharfe Zahnpasta. Toll, Kinderzahnpasta. Ich möchte nochmal drehen. Blau. Ah. Oh, haben wir Glück gehabt. Also, schon zweimal Zahnpasta, das ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir jetzt drei Beeren haben. Oder? Eins, zwei, bitte. Drei. Drei Beeren. Na super. Nee, das schmeckt nach Zahnpasta. Mit dem Kaugummi-Geschmack. Mhm. Aber es ist echt human. Ja, ja, ist also noch so eine. Oh, warte mal. Warte mal. Ist doch Zahnpasta. Sein Donkopf, ey. Schmeckt deine Zahnpasta nach Beeren? Ja, es hat total geschmeckt. Alles Zahnpasta. Aber es geht. Also ob man ja. Wirklich in so eine Kinderkaugummi-Packung. Ja. Voll gut eigentlich. Stinkende Socken. Ja, stinkende Socken. Oh. Schön ist. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht. Mögest du bitte erklären, was du da geschmeckt hast? Stinkende Socken. Das war einfach nur eklig. Alina, stinkende Socken, geil. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Willst du mal probieren? Nee. Aber es ist kein Tutti Frutti.
Ich dachte aber, wir finden Schinken geil. Schmeckt eher so, wie die Packung riecht. Ja, jetzt schon. Gell? Ja. Was ist das? Erbrochenes oder Pfirsich? Boah, welche Farbe? Die Orange. Die sind die Katzenblut. Irgendwie wünsche ich euch, dass das... Boah. Gott, ist das eklig. Geht's? Oh, das war ja abartig. Ich würde sagen, es war nicht Pfirsich. Also, ich glaube, dass es... Es geht nicht schlimmer als das. Babywindeln hattest du ja jetzt schon. Ja, die waren nicht so schlimm. Ja, die Babywindeln waren halt ohne Inhalt, aber... Hast du noch die verrotteten Eier? Das ist ja wirklich wie nach dem Saufen. Oh ja, das ist echt ekelhaft. Hier gut. Ja, genau. Ja. Also nochmal kurze oder Pfirsich. Okay, eins, zwei, drei. Kamera gucken. Die hat nicht beinahe. Oder die findest du wieder geil. Das ist Pfirsich? Mhm. Ja, die hat Pfirsich. Ist nicht dein Ernst! Leckerin! Tutti Frutti! Ja, Tutti Frutti oder Socken. Chapeau! Tutti Frutti! Ja, das riecht nach, schmeckt nach Tutti Frutti. Also wenn so Socken riechen, dann schmecken. Ja, nee, ist Tutti Frutti. Ja, ist okay. Ah, was kommt jetzt? Hundefutter oder Schokolade? Schwarz oder blau? Ich glaube, Hundefutter ist gar nicht so schlimm. Ich glaube schon. Ich denke, dass das humaner schmeckt als das Erbrochene. Ja, das ist vielleicht. Schmecken, es riechen Alkohol. Ja, das stimmt. Tschin, tschin. Hundefutter oder? Schokopudding. Du hattest schon mal Schokopudding, oder? Ja. Aber meins ist Schokopudding. Ich glaube, meins ist Hundefutter. Aber geht, oder? Ja, das kann trotzdem weiter noch. Morgen. Doch mein Schokopudding. Keine Ahnung. Könnte auch Schokolade sein. What? Also ich denke schon, dass es umgeschickt ist. Ja, mein schmeckt so ähnlich wie dein Trieb. Ich glaube, ich habe auch Schokopudding. Mann, ey. Das ist nicht weiß. Ich glaube, Hundefutter schmeckt nicht so. Mhm. Ja, Hundefutter oder Schokopudding? Nein. Doch? Komm, Janis. Hätte ich jetzt zweimal Schokopudding an. Auf geht's. Wer hat die Hunde rausgelassen? Boah. Nee. Boah. Er hat nur einmal drauf gepustet. Mhm. Ja, man schmeckt es ja. Ich kau die immer bis zum Ende einmal durch. Ich zermansch die und dann kippt man erst die Hunde. Ich fand die eklig als kurz. Grün. Gras oder Zitrone? Gras oder Zitrone? Schön. Da kann nichts Schlimmes dabei sein. Nö. Zitrone. Ich hab die Wiese. Das schmeckt gut. Und? Wiese geht auch, oder? Naja, das halt, schmeckt genauso wie gemähtes Gras. Also trockenes gemähtes Gras. Geil. Ich esse das halt nicht. Das schmeckt auch nicht schlecht. Darf ich besser so Kuh? Wir sagen, wir machen noch zwei Runden. Popel oder was anderes? Mann. Toll! Butterpopcorn, ne? Nee. Butterpopcorn. Nein, Butterpopcorn sind die Eier. Nee, warte mal. Ach so, die Birne. Ach ja, genau, die Birne. Die saftige Birne. Welches? Also, das Kind hat Popel gegessen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also, entweder wird es salzig oder fruchtig, also. Geht's. So in den Mund geschoben, direkt verschluckt. Oh, nee. Boah. Also, es scheint keine Birne zu sein. Lecker Popel. Lecker! Also, boah. Schlimmer als erbrochen? Nee, aber trotzdem ekelhaft. Oh, ich sind die Eier. Also entweder Popcorn oder verfaulte Eier. Lasst es euch schmecken. Oh, Scheiße. Ich weiß genau, wie du. Ich glaube, Lina hat auch die Eier. Ja, die fangen jetzt aber wieder. Gras. Janis, Gras oder Limette? Bin dabei. Die sind nicht so schön. Nee, das Gras ging voll klar. Was ist das? Wahrscheinlich Gras. Wenn es keine Limette ist, wird es Gras sein. Also Limette schmeckt man eindeutig. Ja, auch Gras. Ja, aber geht voll klar, finde ich. Geht, ja. Ah, Windeln. Oder was geht noch? Kokosnuss. Kokosnuss, genau. Ganz schön hart. Deine auch so hart. That's what she said! Ich glaube, es sind die Windeln. Das ist so ein süßlicher Chemiegeschmack, ne? Das sind die Windeln.
Aber geht voll klar. Hab ich doch gesagt, das ist echt nee, safe. Also nach den Eiern ist es voll in Ordnung. Ja. Das magst du. Toll, danke. Die Eier. Welche Farbe ist das? Die Eier. Es sind die Eier. Und was ist das Pendant zum Ei? Butterpopcorn. Oh, beide nicht. Bitte gib mir das Popcorn. Bitte gib mir das Popcorn. Einer von euch beiden hat bestimmt Popcorn. Mhm. Wenn es sonst keine davon gibt. Ja. Ich hab das Popcorn. Ich hasse dich. Geil. Ich kann noch ins Kino gehen. Mehr gab's nicht. Das war ein faules Ei. So, das war jetzt auf dem Video. War ekelhaft. Wie fandet ihr so? Ekelhaft. Größtenteils richtig. Aber mega pervers. Witzig. Mega witzig. Lach mich doch tot. Ist auf jeden Fall mal lustig. Ja. Wenn ihr es auch gerne testen wollt, ich habe euch gerne unten in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Ansonsten sind hier noch zwei weitere Videos von mir eingeblendet, könnt ihr draufklicken, sind sehr, sehr interessant. Und dann könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye. Tschüss!